the power of the dark side, 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 side. BTF, sind wir nicht durch die Tür gekommen? Vater, du hättest ihm die Stirn bieten müssen, wie ein Mann. Mom? Wow! Ich hasse der Bro. Mit seiner Halluzination. Ich seh dich, Batman! Okay, man darf nicht gesieben. Ah, alles klar. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Ich habe extra noch Halt gemacht. Ich werde deinen Verstand auseinandernehmen. Du bist jetzt in meinem Reich. Alles ist so wirklich, wie ich es möchte. Das war schon... Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht?
Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Ja, die Attacke von Scarecrow haben wir gerade so überstanden. In der Halluzination haben wir der Commissioner gesehen. Tot. Aber zum Glück war es ja nur eine hervorgerufene Illusion von Scarecrow. Der ganze Raum hat auch hier gebebt und gemacht und gedu. Also, ja. Wenn er es verpasst hat, schaut nochmal in die vorherige Folge. Wir machen jetzt hier weiter und suchen uns Scarecrow. Das muss ausgeschaltet werden mit einer Halluzination. Ich finde die voll krass. Tür auf, Action läuft. Schön Flackerlicht. Irgendwie sieht hier alles anders aus. Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab jetzt. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Aber wir haben jetzt nicht die Waffe kaputt geschlau, oder? Ich habe dir das... Ha! Mach nochmal! Lass dich tun, dass er dich schlägt! Hör zu, keine Tricks mehr. Noch ein letztes Rätsel und du kannst Gordon haben. Und noch ein bisschen mehr. Ich kann's nicht erwarten. Mira mit uns spielen. Wir gehen mal den Pfeilen nach. Was bekanntlich ja immer eine Falle ist. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Den Deal nehmen wir mal doch an, oder? Wir kontrollieren den Schatten, die Nacht. Und den Lüftungsschacht. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht aufwarten. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein. Das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. Jay hat wieder gewonnen. Wir bleiben nur in der Lüftungsschicht. Weil das ist wieder Schleichmission. Mr. Jay wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Ich hab jemanden gefunden, hier drüben! Sieht aus, als hätte dich die Fledermaus im Stich gelassen. Tut mir leid. Gib dein Bestes.
Hoppla. Ein Kinderspiel. Wir haben ihn jetzt verkackt. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Wow. Wir dürfen gar niemand umbringen. Hört zu, Jungs. Der Commissioner wartet bereits darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich hab einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Was war das? Komm schon, zeig dich! Ich bin sicher, es kam von da drüben. Sag gute Nacht, Commissioner. Schon wieder verkackt. Gib dein Bestes. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Also gar nicht entdeckt werden. Alles klar. Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Ich muss deine Ente ausschalten. Huch, das war knapp. Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Den Mann in Strumpfhosen zu sehen. Killt Harley den alten Mann. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. So kann es echt gehen. Du wirst geschnappt, Quinn. Geschnappt und weggeschlossen. Wie rum läuft er jetzt? Läuft er hierher? Das ist das Problem. Lauft er wieder runter, ist alles gut. Hört zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich hab einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Erwischt. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir den nicht umdrehen. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein. Das wundert mich nicht. Harley, hier ist niemand mehr. Wer soll mich entdecken? Ah, da oben ist die Harley. So, wie kommen wir da hin? Ich habe alle ausgeschaltet. Mr. J wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Glaubst du irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Doch einer Sina denn? Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert,
Jung. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Bane. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los. Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Oh je. Gegen den. Boah, ich war schon auf der Zeit. Er kriegt noch einmal Konter. Uah. Diesmal besiege ich dich, Batman. Oh. Kaputt. Die Fledermaus ist am Ende. Alter, geht der Bane ab hier. Wahnsinn. Okay. So, wenn man da wohl. Every other night.